Wahlen gehören zu einer Demokratie, weil du können wir entscheiden, wie in unserem Parlament vertreten soll. Wir nennen das Vertreter Deputiert und am ganzen Sinne der 60. Für dass ein Mann entscheiden kann, wie ein Deputiert geht, muss er bestimmte Konditionen erfüllen. Und muss er für allem 18 Jahre alt sein und letzte Bayer Nationalität haben. Bei uns ist es sogar so, dass er muss wählen gehen. Zu Lützeburg besteht Wahlpflicht bis 75 Jahre. Das heißt aber nicht, dass er nur 75 Jahre nicht mehr wählen soll gehen. Es kann er nicht just wählen, mir sich auch selber absetzen und wählen lassen. Dafür muss er allerdings nicht nur 18 Jahre alt sein, sondern auch zu Lützeburg wohnen. Die Wahlen für Deputierte rauszusichern, die Chamberwahlen, sind alle 5 Jahre. Zu dem Moment entscheiden die Bürger, ob sie mit der Arbeit von ihren Vertretern zufrieden waren und wie eine Politik in Zukunft soll gemacht gehen. Während der Wahlen stellen Parteien die Liste mit ihren Kandidaten ab. Es können aber auch Leute Kandidat sein, ohne dass sie in einer politischen Partei sind. Eine Partei ist ein Zusammenschluss von Menschen, die dieselbe oder ähnliche Vorstellungen über das Funktionament von der Gesellschaft haben. An der Wahlkampagne stellen Parteien und Kandidaten ihre Programme vor und versichern die Wähler von ihren Ideen zu überzeugen. Dafür benutzen sie verschiedene Art und Weisen. Zum Beispiel Wahlplakate abhängen, Wahlversammlungen organisieren oder sich an den Medien vorstellen. Das ist also ein guter Moment für die Wähler, sich während der Wahlen zu informieren und sich eine Meinung zu machen. Die Wahlen sind zu Lützeburg immer auf einem Sonntag. Für das die Deputierte aus allen Regionen gehen, wird das Land auf 4 Wahlbezirke angedeelt. Norden, Süden, Zentrum und Osten. 12 von den Deputierten von einem Wahlbezirk hängt von der Anwohnerzahl auf. Dafür hat der Süden 23, den Zentrum 21, den Norden 9, den Osten aber just 7 Deputiert. Eine Person aus dem Süden kann also zwischen mehr Leute wählen wie eine Person aus dem Osten. Die Wahlen sind geheim. Die Wähler füllen ihren Zettel lang an einer Wahlkabine aus. So können sie frei decidieren, wie sie wählen. Um Wahlzettel finden die Namen von den Kandidaten, die ihr wählen kann. Sie stehen auf einzelne Listen, die die Parteien abgestellt haben. Jetzt kann ich noch über Briefwahl aufstimmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für zu wählen. Jetzt kann ich eine Partei, also eine Liste, raussuchen. So kriegt alle Kandidaten von der Liste eine Stimme. Jetzt kann ich aber auch Einzelkandidaten von derselben Partei wählen, an ihnen eine oder zwei Stimmen geben. Wenn ich Kandidaten aus verschiedenen Parteien gut finde, dann kann ich seine Stimmen auch verteilen. Das nennt ihn dann Panaschieren. Wenn ihr irgendetwas auf den Zettel schreibt oder malt, ist er nicht mehr geheim und du wirst ungültig. Wahlzettel, die nicht ausgefüllt sind, zählen auch nicht. Wenn die Wahlbüros zumachen, gehen die Stimmen, die alle Parteien und alle Kandidaten gut, von Freiwilligen ausgezählt und zusammengerechnet. Die Partei mit den meisten Stimmen am Wahlbezirk kriegt auch den meisten Sitz an der Chambre. Es sind alle die Leute gewählt, die die meisten Stimmen haben. Es wird da geguckt, wie eine Partei oder wie eine Kombination von Parteien ob über die Hälfte von den 60 Sitzen kommen kann. Meistens ist es so, dass nicht eine Partei allein am Ganzen über 30 Sitze kriegt. Mehr müssen sich da zwei oder mehr zusammen dienen. Wenn sie sich eins sehen, was sie die nächsten 5 Jahre zusammen umsetzen wollen, machen sie eine Regierung. Den Zusammenschluss nennt ihn dann Koalition oder auch noch Majorität. Wahlen sind das Herzstück von unserer Demokratie und gehen nur strenge Regeln organisiert. Ihr könnt alle 5 Jahre neu mitbestimmen, wie er Interessen an die von unserer Gesellschaft an der Chambre vertreten soll.